Komm, sieht so ruhig hier aus. Das ist verdächtig. Das ist nie gut. Ach, das ist die Lichtung, die ich schon mal gesehen habe. Wir sind Mit nicht allzu dir? weit entfernt von unserem Zuhause. Okay. Bis zur Lichtung bin ich schon mal gekommen. Ja, die Karte scheint wirklich nicht groß zu sein. Wenn man sich die Spawnpunkte mal ansieht. Na, hässlicher Maulwurf. Ja, komm. Was ist das da vor uns? Ein Pferd. Oh, wow, das sieht ja geil aus. Hatten wir doch bei uns zu Hause auch schon. Nee, die waren ein bisschen anders. Die waren irgendwie kleiner, hatte ich das Gefühl. Guck Und mal, nicht da so hinten cool ist unser gestreift. Zuhause. Man kann es sehen. Ich meine, man kann das Haus nicht sehen, aber man kann das Gebiet sehen. Okay, sehr witzig. Mensch. Also, weil ich meine, abgesehen davon, dass wir da eh niemals hinkommen. Okay, dann lass uns einfach mal hier versuchen, an der Seite hochzukommen. Ich denke mal, hier auf dem Ding kann man auch richtig cool bauen, ne? Wer weiß. Kann gut sein. Ich meine, hier ist es relativ sicher. Keine Revenger, die vom Himmel fallen. Ja, Hoffentlich. weiß ich, aber hier nichts ist, wo sie runterfallen können. Eigentlich sind wir schön blöd, ne, unter so Revengern. Ja, außer eine gute Aussicht ist hier nichts. Das macht es mit dem Bauen aber auch nicht einfacher. So ewig laufen, bis du alles zusammenkriegst. Na, ich stand voll. Oh, ich bin hochgekommen. Oh. So lohnt sich das immer, ne? Ja, hier ist aber nichts. Außer der Tod. Geronimo! Wasser! Willst du springen oder Guck was? mal da, in der Mitte. Das sieht cool aus. Nicht schlecht. Wir können Nö, natürlich auch weiter eigentlich. nach links laufen und gucken, wo hier, obwohl genau hinter uns müssten irgendwo Eisenvorkommen sein. Lass uns mal suchen, ob wir das Eisen finden. Also ich habe dich zwar jetzt gerade auch aus den Augen Ich bin verloren. neben dir. Du bist neben mir. Ja, Ach da. unten. Hallo. Dann lass uns mal gucken, ob wir das Eisen finden. Gummibären, Höfli und dort und überall. Yay. Ich finde, hier kann man so unendlich hochspringen. Noch mehr Knochen. Also ich sehe bisher kein Eisen hoch. Achso. Nö, ich auch nicht. Ich sehe da hinten Riesenraubsaurier. Aber viele Steine. Irgendwo hier ist bestimmt Eisen dran. Sieht aber bis jetzt noch nicht so wirklich aus. Oh, da kommt ein Skorpion auf uns zu. Wir sollten woanders gucken. Skorpion. Oh, ein Ich glaube Raptor. da, wo, ach nee, ist bloß das Licht. Ansonsten können wir dahin gehen, wo wir den Sarko kurz geholt hatten. Da sollte ja auf jeden Fall Eisen sein. Na, bei manchen Steinen bin ich mir nicht sicher, ob das nicht sogar Eisen ist, aber ich glaube, das sah anders aus. Ja, die leuchten mehr. Ja, nee, sind normale Steine. Schade. Das ist echt schade. Da sind schon wieder Raptoren, ey. Aber ich will eigentlich, du läufst übrigens viel zu schnell für mich. Sorry. Das ist blöd. Also normalerweise laufe ich ja auch schnell, aber ich will halt auch irgendwie nicht verdursten. Okay, der Raptor ist gerade beschäftigt. Lass uns hier vorbeischleichen. Da ist gleich noch ein anderer Raptor und hoffentlich ist der auch beschäftigt. Der rennt irgendwo hin auf jeden Fall. Ja, aber die rennen auch manchmal einfach nur durch die Gegend.
Aber er sah aber auch so aus, als wäre er beschäftigt. Ja, der kümmert sich um die Dodos. Der hat Spaß. Und fressen. Guck mal, da ist ein Schwanz an der Wand. Ja, das habe ich auch gerade gesehen. Das ist die Frage, zu welchem Dino das gehört. Der Raptor ist auf jeden Fall gleich tot. Ja, dann. Und da ist eine Schildkröte von mir gefallen. Ach gut. Er hat sich mit dem Falschen angelegt. Umso ja, besser für uns. Ja. Ich glaube, hier hatten wir den Sarko gefangen. Kann sein. Ach, war das nicht doch? Natürlich war das das, weißt du was? Hm? Kann es sein, dass es die Klippe ist, wo ich nicht hochgekommen bin? Wo die Ravager unten waren? Lass uns mal einen Blick riskieren. Ja, das ist der Ort. Ja, dann haben wir hier den Sarko gefangen. Das heißt aber, du meintest, dass es hier irgendwo Eisen geben soll. Aber hier sieht es irgendwie nicht danach aus. Ja, lass uns einfach die Strecke entlang laufen. Ist da ein Loch? Ja, sieht so aus, ne? Ich bin neugierig. Nee, ist einfach nur eine helle Ecke irgendwie. Ganz, ganz, ganz seltsam. Schade. Kann man sein Haus drin bauen und dann hat man immer eine Lichtquelle. Nee, stimmt. So. Aber so viel zu Eisen. Ja. Aber ich glaube, das war auch viel weiter links, da beim Fluss. Dann war das vielleicht die Eisenbrocken, die wir gesehen haben? Die runden Steine? Nee, die waren ja unter uns. Also weiter unter uns. Da siehst du ja unten so ein See mit der Insel drinne auf der Karte. Keine Ahnung. Ja. Ich kann die Karte ehrlich nicht. Achso, du meinst, nee. Keine Ahnung. Ja, neben dem Startgebiet, rechts neben dem Startgebiet war Eisen. Also easiest Gebiet. Okay. Da hatte ich damals nämlich auch mein Eisen rausgeholt, als ich gestreamt habe. Da hatte ich damals gebaut. Ja, aber du meintest ja, nö, dass hier, da wo wir letztes Mal waren, dass da auch irgendwo Eisen sein soll. Ja, war ich ja auch, in der Höhle, wo wir halluziniert haben. Nein, ich meine hier, wo wir den Sarko letztes Mal gefangen haben. Ja, hier muss auch irgendwo Eisen sein. Vorbei, da war ja nichts. Ja, ich meine, wir gehen ja jetzt hier entlang und gucken. Je weiter wir in diese Richtung gehen, ich glaube, hier haben wir ihn gedingstert. Ja, hier war das. Hier haben wir geankert. Achso. Okay. Das ist doch schon Ravager. Yay! Aber ein einziger. Ich glaube, das liegt daran, weil wir seine Leute umgebracht haben. Nee, aber die spawnen doch wieder neu. Da liegt ein Skorpion. Ein Toter. Das ist wahrscheinlich einfach ein Arsch und keiner will was mit ihm zu tun haben. Wenn wir so weitermachen, sind wir gleich zu Hause. Ja, warum gehst du da jetzt so nah ran? Weil die Skorpione tot sind. Ach so, okay, alles klar. Ja, der Bär. Komisch, alle Raubdinos sind tot. Da legen sich halt nur die Falschen an, ne? Ja, sind doch überall diese Riesendinger. Und Bären. Vorsicht. Ich wollte nichts von dir. Oh Gott, bitte rein. Oh nein, er hat mich zum Bär geschubst. Oh, und du hast einen Ravager an der Backe. Komm her, ich mach dich kaputt, Junge. Ja, natürlich. Na gut, ich bin tot. Der Penner hat mich einfach in den Bär reingeschubst, ey. Ja, wir wären hier eh nicht viel weiter gekommen. Ja. Aber irgendwo da muss halt Eisen sein. Und ich glaube, das ist halt da direkt am Fluss, aber ich habe da irgendwie keinen. Wir waren fast zu Hause. Wir waren um die Ecke. Naja. Warte mal. Oh. Okay, krass. Naja, was soll ich sagen? Der Bär hat den Ravager einfach getötet. Echt? Ja, gut, ich habe ihn schon ein paar Schläge verpasst, ne? Also. Jetzt finde ich nur deine Leiche nicht.
Sonst würde ich ja deinen Kram einfach mitnehmen. Ach da. Hab ihn. Also nicht, dass ich jetzt denke, dass ich wirklich lange überleben würde. Aber wer weiß. Ich habe Klamotten gefunden. Ah, hier sind deine Skins. Stego-Knochenkostüm. Ja. Wo kann man das denn hin? Ach so, am Kopf oder was? Mhm. Also nicht an deinem Kopf, sondern am Stego. Ach so. Dann hat er halt ein Knochenkostüm an. Ach so. Bisschen lame. Tja. Nu? Hallo, Bär. Weiß nicht, ich kann's nach Hause laufen und die Sachen nach Hause bringen. Boah, wenn ich schaffe. Gehe ich nicht von aus, aber ich kann's ja mal versuchen. YOLO! Ich meine, so wichtig sind die Sachen jetzt auch nicht. Nein. Ist aber schon ein bisschen Leder. Ja, das stimmt. Was gibt hier wirklich nicht? Also außer am Fluss gibt's hier kein Eisen. Da sind vor mir gerade Knochen aufgetaucht. Seltsam. Ja, die tauchen hier irgendwie ständig auf. Also ich sehe irgendwie ständig welche jetzt neuerdings. Also ich gehe gerade so, plötzlich bricht da der Boden vor mir auf. Ich dachte, hä? Was kommt da jetzt und will mich jetzt schon wieder töten? Ja, so habe ich auch beim ersten Mal gedacht. Dann kommst du voran. Ja, also abgesehen davon, dass hier ziemlich fiese Dinos sind. Ach, hier hatte ich damals den Skorpion angegriffen. Ah. Holy, die sind ja sogar auf den Pilzen. Tja. Okay. Es sind zwei Stegos auf so einem Pilzbaum drauf. Ich bin so okay. Ja, das sehe ich gerade. Bist du da gerade oder was? Ja, ja. Ja, dann bist du ja fast zu Hause. Ja, ja. Vorausgesetzt, die bösen Dinos sehen mich nicht. Und? Ja, Wasser ist auch so ein Scheißvieh. Aber ja, ich glaube, ich bringe die Sachen zumindest in zwei Schritten sicher nach Hause. In zwei Schritten? Naja, wenn ich jetzt einmal sterbe, kann ich das ja wiederholen. Achso. Das meine ich mit zwei Schritten. Buh! Ach, da bist du ja. Hey. Ich behalte deine Sachen trotzdem. Ja, mach das. Dann kannst du mir den Weg freimachen und die Dinos weglocken oder so. Hier ist doch nichts. Nö, ich sehe auch gerade. Aber da war gerade vorhin irgendwo so ein Dings. Ja, der taucht gerade irgendwie. Ja. Der ist auf dem Tauchgang. Ja, ja. YOLO. Aber weißt du, was ich komisch finde? Dass es immer warm wird, wenn ich ins Wasser gehe. Nö, also bei mir irgendwie wird's kalt. Das Wasser. Echt? Ja. Nö, immer wenn ich ins Wasser gehe, steht da, dir ist heiß. Nö, mir wird warm, wenn ich rausgehe, ja. Wenn ich ins Wasser gehe, ist alles neutral. Nö. Und vielleicht musst du dir einfach die Haare schneiden. Damit mir kalt wird. Nee, warm wird. Nee, damit dir nicht mehr so warm wird. Na, draußen ist mir ja nicht warm. Nur im Wasser. Ja, keine Ahnung. Frauen halt. Frauen sind seltsam. Nein. So. Yay, wir haben die Sachen mitgebracht. Yay. Und du? Ich freue mich gerade. Wir haben wirklich Sachen nach Hause gebracht. Und du, Schatzi? Muss nicht. Können wir das nächste Gebiet nehmen? Ja. Lass uns nach links zu unserem persönlichen Ravager gehen. Warte, nach links? Okay, ja. Warte. Ich will erstmal die Sachen noch sichern. Wir können ja durchfüttern, dass er langsamer wird. Ja, genau, mit uns. Und wir schlagen gleich erstmal beide zusammen mit Fäusten auf ihn ein. Vielleicht reicht das schon, um ihn bewusstlos zu machen, wer weiß. Wer weiß. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein paar Knochen reinlegen. Diese Dinosaurierknochen, ich finde die irgendwie sehr interessant. Ach stimmt, ich habe auch noch welche aufgesammelt. Ja, siehst du. Ich habe noch irgendwie Leder, aber ich weiß nicht, haben wir kein Leder mehr gehabt irgendwo in der Kiste? Die müssen wir in den Kühlschrank, glaube ich, packen, oder? Achso, ja, das kann die haben dann eine Leiste. Ja, irgendwie schon, ne?
Was hast du da noch gefunden? Ein Pelz. Hä? Oh, du hast Pelz gefunden. Hier waren Schuhe drin. Oh. Wo waren Schuhe drin? Hier ist plötzlich so ein Haufen bei mir aufgegangen. Wie so, wie beim Knochen. Da waren Schuhe drin. Okay. So eine Chili-Stiefel zum Tarnen. Ich packe sie mal in den Kleiderschrank. Cool. Der Haufen hat einfach, ich weiß nicht, gestunken oder geleuchtet. Eins von beiden. Und ja, habe ich aufgemacht, da waren Schuhe drin. Komisch. Aber unsere ersten Tarnsachen. Das ist voll cool. Aber das ist das erste Mal, dass sich so ein Loch auftut. Hä? Also hier bei uns in der Basis vor allem. Tja. Ja. Vielleicht gab es irgendwie ein Update oder so. Also gab ja ein Update, aber... So, wollen wir? Warte. Ich glaube... Ja, können wir. Ja, die Knochen wiegen 36, krass. Oh, ist noch eins. Noch ein Loch? Ja, also wieder mit Knochen, aber ja. Verrückt. Fand ich sehr interessant gerade. Als wenn uns irgendein großes Übel verfolgt, weißt du? Ja. Komisch. Naja. So. Angriff! Was? Wenn die Schuhe sich selber ausgraben, weiß ich persönlich nicht, ob ich sie anziehen würde, okay? Sollst du nicht lesen oder sollst du draufschlagen? Ja, ja. Ich will sie ja nicht töten, ich will ja getötet werden. Wir haben mich schon ganz schön blutig geschlagen, Alter. Ja, ich bin ganz erstaunt, was wir mit bloßen Fäusten so anrichten. So, okay, beim... Wollen wir, Fertile River Medium? Oder wo möchtest du das hin? Ding? Ach, das da. Ja, können wir nehmen. Läuft. Ich sehe einen Baum. Also ich sehe da schon mal pinken Dampf. Ich sehe eine Spinne. Ich sehe eine Spinne, die kämpft. Zwei Raptoren daneben. Ein Speedo, der kämpft. Zwei Spinnen, die kämpfen. Ein Parasa. Zwei Parasa. Schildkröte. Ah, da bist du. Pflanze. Ah, da bist Aber du. Aber die sollte ja heilend sein, ne? Ja, die ist heilend. Die sieht echt eklig aus. Oh Gott, direkt neben den Pilzen. Vorsicht, hier sind überall rote Pilze. Nur sie kann mich ja heilen. Die sieht echt ekelhaft aus, als ob sie mich gleich, keine Ahnung, erwürgen will. Genau so sieht sie aus, als ob sie mich gleich erwürgt. Wo bist du jetzt hingelaufen? Sag mal, hast du gerade einen Chat vorgelesen? Ja. Wieso sehe ich nichts im Chat? Keine Ahnung. Aber der liebe Xarum ist wieder online und freut sich und beglückt uns mit lustigen Sprüchen. Musst du mal nochmal aktualisieren oder so? Hab ich gemacht jetzt. Okay, dann lass uns weitergehen. Was haben wir da? Oh, eine Spinne. Hi, Spinne. So. Ja. So. Leider auch nur Steine. Alter, ich fall hier gleich wieder runter. Da schwimmen irgendwelche Sachen im Wasser rum. Oh, guck mal, das ist eine Gerätschaft irgendwie. Wo? Wenn du hier raufkommst. Bist du denn an mir vorbeigelaufen? Hier bin ich. Hallo. Naja. Oh, ein Parasa kämpft gegen die Spinne. Mal gucken, wer gewinnt. Hui, hallo. Begutachten wir das. Guck nach links. Noch da. Ja, stell dich im Weg. Ganz genau. Deinen Rücken wollte ich sehen. Ich dachte, du wolltest lieber meinen Po beobachten. So, ich gehe zur Seite. Oh, er läuft weg. Okay, die Spinne besiegt den Parasa. Aber da leuchtet irgendwas im Wasser, da schwimmt was rum.
Ja, das sind, glaube ich, Mantas. Ja, sind Mantas. Ja. Wenn du dich jetzt nach rechts drehst und rechts sehen sie eine Struktur, die grün leuchtet. Das da vorne? Stimmt. Es bewegt sich auch Aber irgendwie, eine als habe ich, glaube grün. ich, schon mal auf dem Hügel hinten gesehen. Da konntest du irgendwas herstellen, irgendein raues Zeug. Okay. Aber was uns da jetzt im Weg steht, ist dieses Fieder. Das können wir umgehen. Die Mantas können wir eventuell nicht umgehen. Ach, guck Oh, der mal, kämpft ein gerade. Bienenstock. Oh, Pilze. Ein Rote Pilze. Sarko. Rote Pilze. Wie geht's?